Wie lerne ich Reiseskizzen, Landschaften von unterwegs malen? Naja, welchen Lehrer gibt es da, der das am besten konnte oder einer der besten? Das war natürlich William Turner. Und stell dir vor, du bist irgendwo wie hier im schönen Bayern, schaust in die Berge und du kannst diese Berge als Aquarell umsetzen. Das zeige ich dir in diesem Video, beziehungsweise in diesem Video erfährst du den ersten Teil. Es ist nämlich ein zweiteiliges Video. Hallo, ich bin der Gerhard und dies ist mein Kanal Kunst geht so. Schön, dass du da bist. Suche dir zwei, drei Aquarellfarben aus, mache dir eine Tabelle und überlege, welche Mischungen bekommst du. Experimentiere ein bisschen, was kannst du rausholen aus diesen drei Farben und danach male frei. Frei malen bedeutet ohne Gegenstand, ohne Ornament. Probierst du nur die Farben aus, stark verdünnt, stärker pigmentiert. Also was kannst du alles rausholen aus diesen Farben, ohne irgendetwas abzumalen? Denn wenn du jetzt schon abmalst, wirst du die Farbwirkung nicht mehr beachten. Steigere zum Beispiel die Farben von stark verdünnt Richtung leuchtend oder eben zu pigmentiert und eher dunkel, also pigmentiert, das ist dann weniger stark verdünnt. Das siehst du hier, also die dunkleren Farben weniger stark verdünnt und die helleren stark verdünnt. Jetzt siehst auch schon, warum brauchst du diese hellen Farben? Mit den hellen, also mit den stark verdünnten Farben, kannst du die erste Skizze schon mal anlegen. Das ist jetzt ein bisschen Geschmackssache. Zeichnest du zuerst und malst danach aus oder legst du zuerst die Aquarellskizze an und zeichnest danach mit dem Bleistift? Es ist so ungefähr der Unterschied wie zwischen Nass- und Trockenrasur. Also, pardon, meine Damen, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, und der Blick hier ist der Blick auf Edinburgh. Edinburgh oder so ähnlich wird es ausgesprochen. Könnt ihr euch auf Wikipedia anhören. Ja, und dieses Aquarell, diese Skizze, die ist von William Turner. Da habe ich natürlich eine Abbildung in einem Buch, die ich euch leider hier nicht zeigen kann, wegen der Urheberrechte, denn das Foto hat ein anderer gemacht und nicht ich. Ja, besorgt euch einfach dieses Buch oder besorgt euch ein Foto von diesem Aquarell und dann könnt ihr das Bild Schritt für Schritt zerlegen. Also welcher Farbauftrag war zuerst, welcher Farbauftrag war ungefähr in der Mitte und welcher Farbauftrag war sehr wahrscheinlich ganz zum Schluss aufgetragen. Wie viele Details sehe ich? Das ist eine total gute Übung und ihr werdet damit ganz, ganz tolle Aquarellmaler werden. Und immer daran denken, ihr bewegt euch jetzt auf den Spuren von William Turner. Das ist ein echter Könner. Ja, also Herz, was willst du mehr? Und was wir hier wollen, das ist natürlich die Fähigkeit haben. Ich habe schon einmal ein Video von Turner vorgestellt, das schlage ich dir im Abspann vor. Musst du draufklicken und du kommst zum Video. Du solltest das Ganze jetzt so lange üben, bis es wirklich in Fleisch und Blut übergeht und dir das wirklich gut so in die Finger geht. Also so lernt man, finde ich, am einfachsten das Malen, bis ich so ein paar Themen, die mir wirklich gut gefallen, von einem Könner ungefähr nachmalen kann. Das hat also nichts mit einer Kopie zu tun. Du möchtest dir hier nur die Fähigkeiten erwerben. Im Teil 2 des Videos zeige ich dir dann den Ausblick in Bad Heilbrunn Richtung Berge und in dieser Technik versuchen wir das zu malen. Hier siehst du noch einen Ausschnitt zu dem Video, das ich schon vorgestellt habe. Und hat dir dieses Video gefallen, dann lass mir doch den Daumen da, abonniere meinen Kanal und schreib mir deine Meinung in die Kommentarleiste. Und wenn du mir noch auf Instagram und TikTok folgst, dann schließe ich dich in mein Abendgebet ein. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, adios, euer Gerhard.